Maxl und Erhard haben endlich alles beisammen. Weniger, was Ramona bestellt hat, als das, was den beiden schmeckt. Der Transport von nur wenigen Kisten stellt sich schon als Herausforderung dar. Nicht auszudenken, was die Burschen mit 40 Kisten gemacht hätten. Da, ins Trockene, du Trottel. Du bist der Idiot, oder? Scheiße, und das hörst. Nein, du gehst mir am Arsch. Ich sag es dir, du Trottel, hör auf, nimm die Flaschen weg, nimm die Flaschen weg. Es ist nichts passiert. Ja, nimm die Flaschen weg, sonst kannst du es nicht ausstellen. Glaubst du? Glück in Unglück ist keine Platzt. Zum Glück, der hat mir Glück gut verstanden, der Trottel. Entweder ein Glück oder ein Missgeschick. Einfach. Aber ich glaube, es haben alle gehalten, das passt schon. Voll Trottel rausgeschickt. Ja, weil es schwer ist, oder? Ja, ich sag dir, ja, geh mal zweimal, du behindertes Kind. Du, ja, du Sport. Da haut mir einen Vogel aus, du Trottel. Du Sport? Du bist schon wieder fett, oder? Oder was ist, wenn die Flaschen nicht gewesen waren, du Arschfigur? Dann wären sie kaputt gewesen, und? Ruf den Raum mit Kader an, dass der kommt. Bitte. Hallo, wo bist du? Was? Ich rufe in 10 Minuten nochmal an. Herr, na kommst du mal her oder? Ich weiß nicht. Ich schlafe. Was hat denn die Depperte gesagt? Die Ramona? Die hat aufgelegt. Na, der von der Pizzeria. Ja, auch. Die hat aufgelegt, oder? Die kommt nicht. Ich sag dir das, die kommt nicht. Wieso? Weil sie nicht kommt, dann wird aufgelegt, bitte. Sind ihre Sachen? Die Unruhe über den Blödsinn, den Maxl und Erhard wahrscheinlich gerade wieder anstellen, treibt Ramona dann doch aus dem Bett. Ich bin nicht ausgeschlafen. Jetzt haben sie mich angerufen, dass sie einkaufen waren und jetzt wissen sie nicht, wie sie heimkommen, weil die mit dir öffentlich unterwegs sind. Ne? Statt dass sie das Auto nimmt, ich weiß eh, dass er mein Auto jederzeit haben kann. Tut leid. Ich stress mich jetzt nicht, sollen sie warten, sollen sie auf ein Bier gehen oder keine Ahnung. Bier, das haben die Jungs schon. Du eine Kiste, ich eine Kiste. Jede Menge. Ich bin einfach nur fett, will mich ablassen und scheiß auf die Karottenblatt. Und wenn es nicht da ist, brummt sie auf die Mutter an, dass sie Mutterschaden hat, der Idiot. Jetzt habe ich schon ein bisschen an Zuhren. Da saufen wir alles aus, aber alles. Und die beiden meinen es ernst. Egal ob 2 oder 40 Kisten. Ja, Maxl und Erhard können auch in einer Garageneinfahrt Party machen. Alkoholmäßig bin ich ziemlich schon ein bisschen betrunken. Aber es geht noch. Wir saufen das schäumige Bier. Schenken rein. Wir wollen alle besoffen sein. Ja, was machen wir mit dem jetzt? Was machen wir mit dem jetzt? Austrinken! Irgendwie. Hörst, Maxi, Prost, Maxi. Ja, du bist ein Volltrottler. Prost. Ich bin ein bisschen der Michael Jackson heute, was? Der Jackson, Michael? Juhu! Jetzt habe ich einen Michael in Moonwalk gekommen. Da bin ich normal, no, da bin ich gerade so am Kippen. Passt? Prost. Hey! Du, Ado? Lass runter jetzt. Ja, hast du auf den Hirn schon eingeschossen, du Volltrottel? Wir haben den Tequila ausgeworfen. Der ist leer. Welchen Tequila? Rosé. Nein, haben wir keinen gehabt. Oh, der Rosé ist weg. So, Wieselburger ist bald weg. Das ist ein Pech. Nein, weißt du, ein Arschloch bist du lang. Weil du seit 3 Stunden. Die zwei sind ja schon wieder voll fett. Ich meine, der Erhard besonders, der Maxl geht eigentlich, aber der Erhard ist ein Wahnsinn. Jetzt kommst du daher, 3 Stunden später, 40 Kisten hast du aufgeschrieben. 40 Kisten. Du weißt doch schon, dass du den Einkaufszettel geschrieben hast.
Der Blödsinn, oder? Na, das hab ich gesagt. Sei klar, ich hab es Angst erkennt. Ich hab da Angst, dass das ist der das hat du aufgeschrieben, du Trottel. Ja, bitte. Ich hab gesagt 40 Bier. Hol mal eine. Was ist das? 40 Bier. Bier. Ach so. Ja, der hat dann den Zettel selber geschrieben. Ich meine, zwei Sachen habe ich am 3 habe ich ihm auch gesagt. Und mehr ist nicht umgestanden. Also wenn er sich das nicht merkt oder wenn er das nicht richtig schreiben kann, dann tut es mir leid. Okay, dann habe ich geschrieben. Er hat einfach wie verschrieben. Also wurscht, jetzt haben wir zwei Kisten Wieselburg gekauft. Von den zwei Kisten sind eineinhalb weg. Da ist das woanders. So. Ich hab's so aus. Karottenkopf! Das geht nicht. Wo warst du drauf? Da steht der Hintere, du Idiot! Ja, zu sein, wer schreibt, ich bin ich! Letztlich ist der noch verbleibende Alkohol ins Auto verladen und die beiden Alkoholschwämme, Maxl und Erhard, ebenso.